Melodien für Maschinen. Herzlichen Dank, Johannes. Aber bevor ich das tue, kommen wir erstmal zu unseren Gästen. Sie ist eure Tagesmutter und sehr geschätzte Moderationskollegin beim Duell um die Welt. Und er ist Singer, Songwriter, Rapper, Produzent und der Traum aller Schwiegermütter. Hier sind Janine Michaelsen und Clouseau. Hey. Taschen! Hallo! Hallo! Oh. Umarmt euch! So kenne ich dich! So, komm auf meine Seite! Hallo Tagesmutter! Schön, dass ihr da seid! Clouseau und Janine Michaelsen, meine Damen und Herren! So, ich erkläre euch jetzt, worum es in diesem Spiel geht. Melodien für Maschinen heißt dieses Spiel. Aber wir legen das ein bisschen lockerer aus. Es geht um Haushaltsgeräte und Gegenstände. Also alles, was man in der Haushaltsabteilung in einem großen Kaufhaus erwerben kann. Ihr müsst diese gesuchten Dinge anhand ihrer Produktbeschreibungen und Bedienungsanleitungen erkennen. Aber das Besondere dann ist, sie werden nicht vorgelesen, sondern sie werden vorgesungen. Und das auf sehr bekannten Melodien. Wenn ihr meint, zu wissen, ihr habt erkannt, um welches Haushaltsgerät oder Haushaltsgegenstand es sich dabei handelt, haut ihr auf den Buzzer, die Musik stoppt und ihr könnt im Team dann antworten. Ist es richtig? Gibt es einen Punkt? Ist das allerdings falsch? Bekommt das gegnerische Team einen Punkt? Wir spielen insgesamt maximal 7 Runden. Also wer die meisten Punkte in diesen 7 Runden erwirtschaftet, gewinnt das Spiel. Bitte begebt euch hinter eure Spielepulte. Können wir uns, sind wir die ganze Zeit so laut, dass die zwei uns hören oder können wir reden oder müssen wir flüstern? Ja, ihr sollt auf jeden Fall miteinander reden, aber eher dann ein bisschen leiser. Leise. Ja? Gut. Seid ihr bereit für ein paar Haushaltshits? Ja. Dann stelle ich euch jetzt unsere Sängerin und unseren Sänger vor. Hier sind Sherry und Konrad. Schön, dass ihr da seid. Gut, also, nochmal für euch. Bedienungsanleitungen oder Produktbeschreibungen werden jetzt gesungen. Lauschet, wenn ihr es wisst, haut auf den Buzzer, beratet euch kurz, gebt mir die Antwort und wir schauen, ob ihr richtig liegt oder nicht. Sherry, viel Spaß. Hier kommt unser erster neuer Haushalts-Hit. Die Temperatur der berührbaren Oberflächen kann sehr heiß werden, die dabei auftretende Geruchsbelästigung ist unbedenklich, trotzdem sollte dabei gut gelüftet werden. Das Gerät nur aufrecht stehend und... Stopp! Ach, come on. Klaas hat gedrückt. Was ein, glaubst du, ist ein, Raclette-Ofen. Du sagst, es ist ein Raclette-Ofen. Oh, hättet ihr was anderes gesagt? Ach so, wir spielen ja zusammen. Ist nicht wir waren noch bei Induktionsherd und als Geruch kam, waren wir kurz raus. Okay. Minute, also. Minute 7, Klaas hat vergessen, dass ich auch da bin. Ja, genau. Nee, aber, Klaas gegen aber Pro7 heißt mit deinem Handicap vergisst man dich auch leicht. Aber trotzdem, ihr spielt ja immer noch als Team. Ja. Denkt bitte dran. Und ich kann nur sagen, also, das ist gut, hätte ich auch gesagt. Falsch also, gewesen. Das falsch. Ist falsch. Hätte ich nicht gesagt, falsch. Nein, wir haben den Toaster gesucht. Es wäre noch ein bisschen weiter gegangen. Dann hätte Sherry gesungen, nicht mit den einfach. Fingern oder Gegenständen wie Gabel, Messer oder Ähnliches in das Gerät hineinlangen. Soll man beim Raclette-Ofen auch nicht. Ja. Eingeschobene Krümelschublade sollte man ebenfalls benutzen. Aber es war ein Versuch. Der erste Punkt für Janine und Clouseau, ohne dass ihr was getan habt. So. Gut. Wie sonst bei der Arbeit? Also, nur noch mal für euch. Jeder von uns hat schon mal Produktbeschreibungen und vor allen Dingen auch die Erklärungen versucht zu entziffern und zu verstehen. Lauscht ein bisschen länger, weil irgendwann kommt vielleicht der ein oder andere Satz, der Aufschluss gibt. Aber wenn du es früher weißt, immer gerne drücken. Gut, wir kommen zum nächsten Haushaltshit. Hier ist Konrad. Los geht's. Maximal ein Liter Öl, Brühe oder maximal ein Kilogramm Fett.
Okay, wir könnten uns doch wenigstens kurz besprechen. Nein, aber du hast gekommen. Ja, aber du kannst doch sagen, nee, glaube ich nicht. Aber ihr habt euch jetzt oder nicht? Ja, aber ich habe dir einfach was ins Ohr gesagt. Er hat etwas gesagt, okay. Was ich auch dachte. Okay, dann sag, was ihr dachtet. Wir denken, das ist eine Fritteuse. Und das ist falsch. Ah. Sondern es ging um den Fondue-Topf. Ihr hättet es gewusst, Fondue-Topf ist natürlich ähnlich, so von der Sache, aber es hätte sich später noch aufgeklärt. Also vielleicht ein bisschen länger zu. Das ist der zweite Punkt für Janine und Clouseau. Was soll man da sagen? Gut, jetzt hören wir noch einmal Sherry, gleich unterstützt von Konrad in diesem großartigen Hit. Lauschet und ratet. Das Gerät darf nicht an nicht stationären Aufstellungsorten, zum Beispiel Schiffen, betrieben werden, stellen Sie das Gerät nicht in Frost. Gefährdeten Räumen auf eingefrorene Schläuche können reißen oder platzen. Der Wasser fließt rot, muss mindestens 100 KPA betragen. Signor Rossiette. Clouseau, du hast gedrückt. Kaffeemaschine. Ihr sagt eine Kaffeemaschine und das ist falsch. Wir haben die Waschmaschine gesucht. Aber was mit Wasser? Die maximale Beladungsmenge beträgt 7 Kilogramm, hätte Sherry ein bisschen später noch gesungen. Ja, aber es ging in die richtige Richtung. Euer erster Punkt. Ja, aber ihr liegt immer noch in Führung 2-1. Aber schön gesungen. Sehr schön gesungen, ne? Aber jetzt muss man mal sagen, dass man... Also es ist ein bisschen Not gegen Elend hier, aber trotzdem... Jawohl. Naja, guck mal, wir haben jetzt nur Punkte, weil die anderen was falsch gemacht haben. Ja, aber ich hätte das mit, ja, bitte, was... Ja, hätte, ne? Aber Sherry hat schön gesungen, wollte ich sagen. Auf jeden Fall. Also, sehr schön. Also. Aber auch Konrad. Also, weiter geht's mit Sherry und dem nächsten Haushaltsgerät. Mal schauen, ob wir diesmal richtig liegen oder nicht. Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler in der Stellung 0 steht. Halten Sie das Gerät während der Benutzung. Nur am Handgriff hantieren Sie niemals während der Benutzung. Ja, Joko und Klaas. Ja, glaub ich auch. Klaas und Joko, aber du hast gedrückt und hattest schon wieder Angst, weil du dich nicht beraten hast. Ich will jetzt nicht mehr Angst haben, aber ich glaube, es ist ein Mixer. Du sagst, es ist ein Mixer und das ist richtig. Ja! Ja. Es ist der... Das Mixer, genau. Another one. Sehr gut. Damit 2-2, Ausgleich. Und weiter geht's. Jetzt freuen wir uns über Konrad hier oben auf unserem Steg und den nächsten Song. Lauscht, lasst euch Zeit und dann drückt den Buzzer. Los geht's. Kochgeräte sollte man immer mit in Griff, wenn vorhanden stabil positionieren. Fassen Sie nicht die heißen Flächen des Geräts an, reinigen Sie den Deckel, den Behälter, den Korb mit Schwamm und Wasser. Das Gerät kann auf einer Höhe bis zu 4000 Metern benutzt werden. Nehmen Sie das Gerät niemals ohne Frittierfett oder Öl in Betrieb. Yeah. Ihr habt gedrückt, Janine und Clouseau. Ja. Was glaubt ihr, ist es? Fritteuse. Das ist diesmal die Fritteuse. Richtig! Ich war mir unsicher. Aber ihr wart, glaube ich, in der Nähe, ne? Oder? Ja, also ganz kurz zu. 3-2 für Janine und Clouseau. Das heißt, solltet ihr den nächsten Punkt machen, habt ihr dieses Spiel gewonnen. Not gonna happen. Not gonna happen, sagt Joko. Dann konzentriert euch. Sherry, der nächste Song. Bitteschön. Die Stufe unten an den Führungsschienen. Gib Halt auf Schüsseln oder Töpfen. Bitte beachten Sie, dass die Klingen aus Spezialklingenstahl extrem scharf sind. Ja, der Rasterhalter sorgt für die richtige Führung und dient zugleich als Fingerschutz. Die langen Metallstifte auf
der Unterseite halten das Gemüse fest. An der Schraube können Sie die Stärke der Gemüsescheiben oder Streifen. Joko und Klaas haben gedrückt. Wer will's sagen? Ich weiß, ein Thermomix. Das nein. Ja, ihr habt Thermomix gesagt. Ich frage nur, ich habe es nur gefragt. Nee, ja, aber du kannst sie ja nicht fragen, du musst mich fragen, du hast es mir aber gesagt. Joko, was hättest du denn gerne gesagt? Was hättest du denn gerne gesagt? Dieser Hobel, Gemüsehobel. Du hättest gerne Gemüsehobel gesagt, das wäre richtig gewesen, aber ihr habt falsch geantwortet. Der Punkt geht an Janine und Clouseau. Damit hat ProSieben gewonnen. Haben wir gewonnen? Vielen Dank an Sherry und an Konrad. Kommt bitte zu mir. Okay. Aber hättet ihr das auch gesagt? Eine Ehre. Wir waren kurz bei Entsafter wegen der Messer. Ach so, Entsafter. Da dachte ich, okay, vielleicht Entsafter, aber ich war mir wirklich nicht... Messer. Gut, aber ich sag mal, nichts gewusst, nur nicht ganz so scheiße wie die. Nein, ihr war gut. Ihr habt auch was gewusst. Stimmt, ja, ihr habt was gewusst, genau. Ja. Und du hättest dir gewünscht, dass diese Kommunikation zwischen euch ein bisschen flüssiger läuft. Nein. Ich hatte irgendwie einen nervösen... Drücker heute. Ist alles gut. Aber wir haben auf jeden Fall eine Marktlücke entdeckt. Mit Clouseau und Janine werden wir ganz viele Verträge, so AGBs und alles andere einsingen. Vielen herzlichen Dank, Janine, Michael und Clouseau. Dankeschön. Danke euch. Tschüss, tschüss. Ja. Tschüss. This is my friend.